Oh nein. Das Training war heute besonders hart. Yo. Und damit herzlichst willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Yo-Kai Watch Blasters, das rote Katzenkommando, wo wir als nächstes Glibbermanda als Bossgegner haben werden. Zwar noch nicht heute, aber demnächst. Außerdem kommt heute wohl eine große Schar an Nokos hier bei uns an. Yo-Kais, wo einem gesagt wird, dass die ein Glück bringen und dass sie sehr selten sind und sich nicht jedem zeigen. Das erinnert mich jetzt wiederum an eine Episode Yo-Kai Watch. Erste Staffel, wo Whisper den Raum voller Nokos nicht wahrgenommen hat. Ja, ja. Es ist so wie mit dem Cremebrötchen aus der Bäckerei Badge. Sehr selten. Aber in der Episode war auch Nathan Zimmer voller Nokos, was Whisper nicht mitgekriegt hat. 100 Schleifer Speedcamp Einheiten sind viel zu viel. Ich kann nicht mehr. Hallo allerseits, wir haben einen Gast. Juhu! Weg mit Training. Kapitel 5, alles im Scherz. Die Noko Testfahrt. Wieso eigentlich alles im Scherz? Ja. Ein Gast! Bist du das? Noko lächeln! Genau, hallo, ich bin Noko! Ach du meine Spiralen, ein Noko! Ein sagenhafter Yo-Kai, der Glück bringt! Also, was machst du hier? Ich suche meine Freunde, die in Nokotopia verschwunden sind! Ach du meine Spiralen, schon wieder! Nokotopia! Die sagenhafte Heimat der Noko und fröhlichste Ort der Welt. Allerdings, hätten wir in Yo-Kai Watch 2 geistige Geister weiter Noko-Kugeln gesammelt, hätten wir vielleicht am Ende das Glück gehabt und wären dann vielleicht mal in Nokotopia dann gewesen. Also, dass wir vielleicht mit irgendeinem speziellen Zuchter nach Nokotopia hätten fahren können. Hätte mich jetzt nicht gewundert, naja. Alle sind dort so glücklich, das kannst du mir glauben, yo! Warum sollte dann irgendjemand von dort weggehen? Ich weiß nicht, aber viele von ihnen werden vermisst, Noko. Sie waren auf dem Weg zum Krämerviertel, aber kamen nicht zurück, Noko. Das klingt wirklich seltsam. Ich habe sie gesucht, aber keinen von ihnen gefunden, Noko. Ich wette, nein, ich weiß, ihr könnt sie finden. Ihr seid tolle Blasters, oder? Und seid richtig erfolgreich, Noko. Miau! Es ist fast peinlich, das laut zu hören. Wir verstehen die Details. Du kannst es uns überlassen. Okay. Oh, wartet mal, das Telefon klingelt hier wieder. Hallo? Hallo, miau? Ist das Shibanya, miau? Ein Treffen der Katzen-Yo-Kai ist längst überfällig, miau? Wichtige Entscheidungen stehen beim nächsten Treffen an. Jeder Katzen-Yo-Kai muss unbedingt dabei sein. Miau? Battle Royale für Einzelspieler. Okay. Das wird jetzt auch mal wieder interessant. Eine neue Nebenmission vom Telefon. Also, neue Nebenmission vom Telefon. Wo bist du denn? Gelöst. Immer noch gelöst. Neu. Oh, wer denn Nummer 1 der Katzen-Yo-Kai? Rosti. Die Katzen-Yo-Kai vermehren sich zu schnell. Ein Reich Battle Royale. Unbezwingbare Seele, rosa Münze, charmanter Essenz. Oh, das ist nicht schlecht, Herr Specht. Dann jetzt geht's los. Rosti. Ich bin wegen dem Treffen hier, miau! Ich war gerade sehr beschäftigt bei den Blasters, als ihr mich gerufen habt. Oh, verdammt nochmal! Grobianian, endlich bist du da, du schäbige Plapperkatze! Ja! Dornian, Robonian, Shogunian und Drakunian. Ich hätte jetzt zu gerne Shogunian. Wow, so viele Katzenjoker sind gekommen, miau!
Hey, schon, aber leider sind das nicht alle. Echt dornig. Was? Es gibt noch mehr? Das sind aber bereits so viele. Jo, das denken wir auch, miau. Auch alle. Und darum dreht sich das Treffen, miau. Wer ist hier die Nummer 1 von den Katzenjokai? Ja. Was? Ich habe heute irgendwie keine Energie. Mach doch keinen Stress. Die Nummer 1 bin ganz klar ich. Das kannst du dornig erst sagen, aber dornig, wenn du uns erst besiegt hast. Fangen wir das Treffen der Katzenjokai, auch Battle Royale genannt, an. Verdammt nochmal. Allein gegen alle. Jibanyan gegen seine Fusion, gegen seine Vorfahren. Und ja. Du zuerst, Jibanyan, ich werde dich besiegen. Nicht mit uns. Grobianyan, Dornian, weg mit dir. Warte mal, wieso schießt du ein... Zwei gegen ein feige Kätzchen. Aber ich hab gewonnen. Aha. Dornian, du bist erledigt. Ja, beide sind erledigt. Wie hätte ich denn gewinnen können, Dornig? Mit mehr Stacheln vielleicht, Dornig. Ah! Ich mach dich auch zu einem Drakonian. Nein! Schaut euch all die Drakonians an. Angriff! Verdammt! Nehmt das! Nimm das, nimm das! Angriff! Beste Verteidigung! Ah. Verdammt nochmal! Drakonian, du bist erledigt! Verdammt nochmal! Blut, ich brauche mehr Blut, bla bla bla! Und ich brauche... Ah, verdammt nochmal! Ich brauche verdammt nochmal dieses Reisbällchen! Komm schon, Reisbällchen! Reisbällchen! Lecker! Vorfahren, du bist erledigt! Die Zeiten ändern sich zu schnell für mich. Nja! Oh nein! Aeronian? Aeronian, du bist erledigt! Wer kommt denn jetzt noch? Aventurian? Nein! Aventurian, du bist auch erledigt! Verdammt nochmal! Selbst meine flinken Fechtkünste wären dem nicht gewachsen. Sailor-Nyan! Boah, das war ein bisschen zu einfach jetzt. Luchadonian! Ay, ay, arriba! Mexiko! Yeah! Auch gewonnen! Wow! Wir kriegen jetzt wirklich viel Essenz hier. Luchadonian, du bist erledigt! Ich muss jetzt trainieren, um die Hauptattraktion zu werden. Endlich bin wirklich die Nummer 1. Wollen wir hoffen. Bist du dir da sicher? Ja, bin ich mir. Oh, Zwischensequenz. Rosti. Los, Angriff, Tatzen des Zorns. Du bist ich, als ich noch lebendig war. Ich bin die Nummer 1 unter den Katzen! Wie ist das bloß möglich? Ha, und du behauptest, der Beste zu sein? Jo! Wenn du wirklich die Nummer 1 sein willst, dann musst du mich besiegen! Dein früheres Ich besiegen! Nichts leichter als das! Also gut, ich werde meine Vergangenheit bewältigen! Habe ich auch geschafft! Starke Sache von dir, also mein zukünftigen Ich! Mein Gott nochmal. Nun kann ich getrost die Zukunft in deine Tatzen legen. Mein Gott nochmal. Du bist der Grund dafür, dass ich so stark geworden bin. Rosti. Ein zeitreisender Yokai. Ich hab die Battle Royale... Monial. Überlegt, sogar mich selbst besiegt. Und das heißt, ich bin stark. Jo, ich bin tatsächlich die Nummer 1. Ich hab's geschafft. Yeah! Keine weiteren Nians mehr! Yeah! Ah! Oh, verdammt nochmal! Lachen ein bisschen zu kratzig jetzt. Na gut. Und tschüssi! Mission erledigt. Und das noch nicht mal sehr schlecht. Jibanyan hat's geschafft. Er hat es geschafft. Empfohlenes Level 18. Wieder mal nur der dritte Preis.
ein bisschen blöd. Muss ich sagen. Ich hätte jetzt zu gerne mal wieder ein paar Yokai-Münzen. Alles nur geträumt. Eyo, eyo. Chibania, ja. Was ist los? Du hast ganz laut im Schlaf gelacht. Miau, ich bin die Nummer 1. Wovon redest du? Oh Mann, du bist aber noch halb am Schlafen. Was, das war nur ein Traum? Ich war mich sicher, dass... Schleifers Training fängt gleich an, also... Chibania, du solltest dich beeilen und mitkommen. Ah, ich komme, Miau. Ein merkwürdiger Traum war das. Merkwürdig. Es war zwar nur ein Traum, aber mein altes Ich war stark. Yep. Miau? Ah! Rusty! Was ist hier los? Was? Niemals! Machst du Witze? Ich war spazieren und bin an einem seltsamen Ort gelandet. Okay, das war wohl eine Zeitdifferenz oder, nein, wie heißt das jetzt? Eine Zeitanomalie. Er ist irgendwie durch ein Zeitportal in unsere Zeit gelangt. Ja. Interessant hier, ich glaube, ich bleibe ein wenig. Rusty! Miau! Ha! Rusty. Ja, nicht schlecht. Was? Ist das hier auch nur ein Traum? Nee, kein Traum. Rusty ist jetzt im Team. Schön. Wirklich schön, muss ich jetzt sagen. Also, Rusty ist sicherlich auch ein Krieger. Also, tut mir leid, Koma-san. Hast zwar uns gut gedient, aber dein Schwert... Warte mal. Wir könnten allerdings auch erstmal sehen, eine Glocke für Rusty zu machen. Hallo? Ja, das wäre eigentlich nicht schlecht. Rusty, du kommst jetzt ins Team. Rusty, Level 22. Nice. Wirklich nicht übel, sprach der Dübel. Tatzen des Krawalls, geladene Attacke, Feuer. Dreifachattacke. Ja. Aber ich weiß trotzdem immer noch nicht, wie die geladene Attacke funktionieren soll. So, Rusty kommt in den Einsatzrob. So, Moves. Jetzt können wir, glaube ich, mal kurz mal gucken. Geladene Attacke. Trifft nah. Okay, das war jetzt falsch. Aber dann könnten wir hier jetzt mal gucken. Moves. Also, Teammitglieder auf X einstellen. Hagel. Benutze Eismandegen. Mehr davon erhöht Effekt. Warte mal. Hä? Das ist doch nicht die geladene Attacke. Ausweichen. Auf X einstellen. Hagel. Wähle Moves zum Ersetzen. Ah, wir haben also auch neue Moves. Das ist gut. Gut, gut, gut. Das finde ich gut. So. Warte mal. Warte mal. Irgendwas passt jetzt hier nicht. Okay, Hagel ist jetzt doch da. Wer vorher war es doch irgendwas mit aufgeladen. Ja, müssen wir demnächst mal etwas besser ausprobieren. Gut, einen starken Krieger haben wir jetzt wirklich hier. Aber ich schätze mal, wir könnten jetzt theoretisch mal wieder nach langer Zeit unsere Yokais mal etwas trainieren. Oder weiterentwickeln? Weiterentwicklung? Gibt es einen Yokai? Nein, es gibt keine Yokais, die sich weiterentwickeln können. Spansel? Nein. Warte mal. Koma-san kann sich also fusionieren mit... Wartet. Koma-san kann sich doch eigentlich mit Chibanian fusionieren. Wenn ich mich doch recht erinnere. Zu Jibakoma. Heißt es denn, irgendwo kriegen wir auch nochmal einen zusätzlichen Chibanian her? Das wäre ja nicht schlecht. Oh nein, das ist es mir nicht wert. Nein, das ist mir wirklich nicht wert, Timitus weiterzuentwickeln. Na, was soll's? Chibanian!
Level up, Feuer erlernt. Nicht übel. Nicht übel, nicht übel. Gehen wir mal auf Level 20. Gott. Usapion. Auch du gehst auf Level 20. Und dann noch Seilanian. Auch du gehst auf Level 20. Komm schon. Verdammt. Ja, Level 20. Gut, gut, gut. Oh, verdammt nochmal. Ja. Ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe jetzt kein Item für Rosti mehr. Okay, dann also Plan B. Ehe wir uns auf die Suche nach den Nokos machen. Als allererstes, Koma-san, du kommst jetzt wieder zurück ins Team, Akkord. Damit wir dann dein Item abnehmen können. Koma-san, 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 wo bist du? Koma-san. Oder warte mal, können wir Komas... Nein, wir können nicht Komas-san sortieren. Einmal kurz rein in den Trupp. Komas-san, Ausrüstung. Aha, das Schwert brauchen wir. Und jetzt mal wechseln. Hier. Rosti, du bist jetzt wieder da. Rosti, du kriegst ein bisschen Ausrüstung, ja. Ist so ein bisschen blöd, Rosti ein Schwert zu geben. Aber ey! Er kann auch das Schwert mit seinem Maul führen. So, nun ist der Zeitpunkt gekommen. Die Nokos werden gerettet. Werden gerettet. Die Nokos, Nokos, Noko. So, Suche nach Nokos Freunden. Nokos Freunde sind im Krämerviertel verschwunden. Durchkämme die Stadt. Wir könnten da drei Seher kriegen oder eine grüne Münze. Also, ich will immer hoffen, dass wir eine grüne Münze kriegen. Eine grüne Münze. Die wäre ja jetzt nicht schlecht. Ganz und gar nicht schlecht. Aber andererseits, eine grüne Münze wäre eigentlich jetzt blöd. Dadurch kriegen wir meistens ja sowieso bloß einen herziger Yokai, der meistens dann ja ein Heiler ist. So. Soldaten, findet die vermissten Noko! Aha, die vermissten Noko. Wie nervig! Naja, die vermissten... Hört auf zu ihr, Mann! Findet sie! Oh, machen wir! Wir finden die vermissten Nokos. Und sind ja auch sehr einfach zu finden, muss ich sagen. Ja, die sind wirklich sehr einfach zu finden. Sind ja auf der Karte markiert. Die sind auf der Karte markiert. Und ich hätte eigentlich den Feuerangriff für Jibanyan einsetzen können. So. Wir haben einen von 5 gefunden. Ach, wir sollen bloß 5 finden? Freunde suchen mich. Ich gehe besser zurück. Na gut. Dann müssen wir wieso aus dem bloß 5 Nokos finden. Eine mehr als einfache Aufgabe. Wir müssen nur 5 Nokos finden. Das ist der zweite. Macht weiter so! Ja. Noko lächelt! Ich hab mich verirrt! Wie kann man sich hier in diesen Krämerviertel nur verirren? Naja, die ganzen Nokos heißen wohl mit Vornamen Zorro. Zorro Noko. Oder Noko Zorro. Oh, verdammt, Labernase! Ja. Dich will ich jetzt nur nicht im Team haben! Überhaupt nicht! Und wir haben irgendeine Box. Eine Spanselfalle. So. Nächster Noko. Noko, lächeln! Ihr habt mich gefunden! Gott, dann geh mal. Das macht 3, Leute. Sucht weiter. Oh. Wir suchen weiter und werden niemals scheitern. Sieh mal, Nummer 4 ist da drüben. War einfach. Noko, lächeln! Noko, lächeln! War eigentlich wirklich ein bisschen zu einfach. Das Ganze ist eigentlich wirklich ein bisschen zu einfach jetzt. Wir finden die Nokos hier wirklich viel zu schnell. Viel zu einfach für eine Mission. Ah, verdammt nochmal. Labernase. So laber doch nicht rum. So ganz dumm. Puh, mach du. Jetzt ist Ruhe. Puh, mach du. Jetzt ist ja hier Ruhe. Aber allerdings, aber es sind eigentlich hier mehr
Nokos. Als nur 5 Stück. Hm. Okay, es sind mehr Nokos hier. Naja, auch auf dem Titelbild der Episode waren ja mehr als nur 5 Nokos da. Hm. Es sind mehr als 5 Nokos. Das ist ja mehr als klar. Wir holen uns die Nokos, ja. Hm, mal sehen, dort an der einen Ecke ist ein Noko. Dann an der anderen Ecke ein Noko. Hm, eigentlich sind es noch 3 Nokos, ja. Boah, es sind noch 3 Nokos. Das ist der 5. Scharenweise Nokos. Ja. Noko lächeln, ihr seid echt gut darin. Ja, ist ja auch mehr als einfach. Mehr als einfach, die Nokos zu finden. Sind hier alle auf der Karte markiert. Ah, hier wird immer noch gebaut. Da ist die Labernase. Und das war die Labernase. Das ist gut. Das ist schön. Das ist einfach prima. Hier ist Noko Nummer 7. 6. Das wären dann 6. Zu viele Noko. Ah, verdammt, es sind 8 Nokos. Ist mir neu, dass hier noch weitere sind. Ist aber so. Immer da. Warte mal, immer da Magen. Laden. Alles da laden. Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Alles da laden. Ah, ich weiß nicht mehr, wie der Laden heißt. Das ist Nummer 7. Noko lächeln. Fast alle von ihm. Ja, fast alle. Wirklich. Nur noch ein Noko. Und dann. Warte mal, immer da Markt. Alles da Markt. Immer da Markt. Hm, verdammt nochmal. Ich weiß nicht mehr, wie der Markt heißt. Ist ein bisschen blöd. Kann ich nur sagen. Und wir holen uns mal lieber mal diesen Talisman. Ja, denn dieser Talisman ist doch ein bisschen besser geeignet für uns. Und wir brauchen auch kein Marathonikum. Ah, nett. Ziel erreicht. Alle Nokos sind gefunden worden. Ja. Nummer 8. Ich habe genug davon. Ja, so besonders war die Quest nicht. Hey, das kannst du laut sagen. Es sind einfach zu viele. Ich bin der Letzte hier. Gut. Toll, das war's. Bringt sie her. Hey, willst du in Japan? Gut. Das waren alle Nokos. Wir haben jetzt 8-mal so viel Glück. Also, den nächsten Yokai, den wir gleich bekämpfen werden, wird sie aufgrund unseres 8-fachen Glücks mit uns anfreunden. Egal, ob es nun gleich ein Labernase ist oder nicht. Wir haben es gleich geschafft. Oh, Wirma, du willst dich mit uns anfreunden, nicht wahr? Nein. So viel zu unserem Glück. So viel zu unserem Glück. Puh, mach du! Verdammt nochmal, wir haben das Item nicht gekriegt. Aber Puh, mach du wollte auch nicht mit im Nu. Schade. Na gut, überspringen wir das Ganze mal. Und wollen dann nochmal sehen, ob wir noch eine etwas bessere Mission kriegen können. Und bitte eine Yokai-Mart-Münze. Nein, natürlich nicht. Wie hätte es denn auch sonst sein können? Außer natürlich, dass wir keine Yokai-Mart-Münze kriegen. Ist das übel. Wow. So eine große Anzahl an Nokos. Na also, wir haben alle vermissten Noko gefunden. Danke, äußerst beeindruckend. Noko, Noko. Möchte ich sagen, aber leider sind das nicht alle. Was? Nicht dein Ernst! Doch, meine besten Freunde, die 3 Noko-Brüder, sind nicht dabei. 3 Brüder? Ich muss sagen, für mich seht ihr alle gleich aus. Ja, für mich auch. Es gibt Trubel im Krämerviertel! Ist die Schreckenszeit angebrochen? Außerdem werden immer mehr Yokai entführt. Oh nein. Ob es derselbe Übeltäter ist, der die Noko gefangen hatte?
Das scheint mir sehr wahrscheinlich. Ja. Feldwebel Schnecke! Was wissen wir über den Entführer? Sei vorsichtig! Zeugen berichten von einem Yokai mit Glubschaugen. Okay. Im Krämerviertel, sagst du? Lass uns dorthin gehen. Okay. Ist es jetzt also schon Zeit für den Bossfight gegen Glibbermanda? Eigenartig. Na gut, dann wollen wir noch mal sehen. Ist jetzt schon die Zeit gekommen für den Endkampf? Sieht so aus. Strafe Schuldige im vermissten Fall. Wir haben den Führer der Noko gefunden. Es ist ein Augenjokai. Okay, es ist Glibbermanda, wie es so aussieht. In der Stadt randalieren Yokai. Nimm Lavanase mit und stutze sie zurecht. Wir könnten theoretisch... Ach ja, machen wir jetzt einen Bossfight. Ausrücken, Leute! Erledigen wir Glibbermanda! Aufzug! Yeah, und während die vier da ausrücken, werde ich erstmal was trinken. Gut, gut, gut. Mission Start. Warte mal. Hier stimmt was nicht. Soldaten, findet den Noko-Schläfer! Was? Es war ein Yokai mit einem Glubschauge? Wanderndes Auge? Genau, lass ihn nicht entkommen! Das war wohl der Falsche. Ein Glubschauge, das klingt wie... Ja, das passt auf den Entführer! Ah... Es klingt, als hänge das mit unserem Fall zusammen. Ah, interessant allerdings. Los. Es sind hier wirklich viele Yokais mit Glubschaugen unterwegs. Aber... Glibbermandas Auge. Wieso hat Glibbermanda sein Auge verloren? Ich will lieber nicht wissen, wie er sein Auge verloren hat. Aber so gesehen hätten wir dann doch eher die Nebenquests machen können. Na, oh, verdammt nochmal. Einmal nicht aufgepasst und schon läuft man in der Sackgasse. Na, was soll's. Wir machen jetzt einfach nochmal diese Glibbermanda-Quest. Naja, es ist ja eigentlich ja nicht Glibbermanda, eine Glibbermanda-Quest, aber... Naja, wir machen dann halt eben diese Quest hier. Wir machen diese Quest. Besiegen die Glubschaugen. Und dann im nächsten Part bekämpfen wir Glibbermanda, ja. Und wir werden dann auch erstmal Jibanyan seine Glutattacke geben. Das muss sein. Das ist prima. Einfach prima. Ballerina. Gut. Ah, gut. Dort hinten ist Glubscher Nummer 5. Glubscher Nummer 5. Und da drüben ist schon Glubscher Nummer 6. Angriff! Oh, verdammt, falsche Richtung. Angriff, Angriff. Angriff ist die beste Verteidigung. What? Viel zu einfach. Kann ich da nur sagen. Viel zu einfach ist das hier. Viel zu einfach, sagen wir. Aber gut. Der letzte Glubscher muss besiegt werden. Und dann im nächsten Part finden wir die verschwundenen Nokos. Und ich hatte jetzt schon gedacht, bei dieser Quest müsste ich vielleicht das Thumbnail ändern. Aber nee. Wir müssen... Warte mal, hä? Prasser? Okay, wir müssen hier nichts ändern. Ganz und gar nichts ändern. Glitschige Essenz. Ja, so langsam aber sicher könnten wir neue Ausrüstungsgegenstände erschaffen. Ja, das könnten wir. Und bald machen sie. Wir haben wohl die meisten besiegt. Was heißt hier die meisten? Aber ich sehe hier keine der Noko. Meldung, Feinde wurden im Blütenweg gesichtet. Blütenweg, wo ist der denn? Ihr habt die Schnecke gehört, auf zum Blütenweg. Hä, wo ist denn? Ach so, der Blütenweg ist also weiter unten.
Gut, gut, gut. Wo müssen wir längs? Ah, hier müssen wir längs. Die Tür ist zwar schon da, doch wir geben nicht auf. Noko, wo bist du? Noko, wir werden dich retten. Ach so, der Blütenweg ist also dort hinten. Ach nö, der Blütenweg ist gleich da vorne. Ich will jetzt eigentlich wirklich nicht hoffen, dass jetzt doch noch ein Bossfight kommt. Okay, es kommt ein Bossfight. Hätte ich jetzt persönlich nicht damit gerechnet. Libamanda. Eventuell ändere ich das Thumbnail. Miau, da kam was! Warte mal. Das ist Glibbermanda? Er sieht viel zu klein aus. Na gut. Ja, daneben weg mit Glibbermanda. Toll. Ja. Wenn das der Boss halt jetzt gewesen sein sollte, dann war das jetzt nicht gerade sehr schwer, muss ich sagen. Gut gemacht! Ich glaube, der wahre Bossfight kommt doch erst im nächsten Part. Das war aber wirklich ein richtiger Mini-Glibbermanda. Na gut, der nächste Glibbermanda, also der richtige Glibbermanda, kommt also im nächsten Part. Aber wir beenden den Part jetzt hier noch nicht. Oh, nicht schon wieder ein dritter Preis. Langsam wird das langweilig, immer nur den dritten Preis zu kriegen. Aber, ja, machen wir mal weiter. Trotzdem ist das seltsam. Hurra, wir haben den Glibbermanda besiegt, der die Yokai entführt hat. Aber wir haben die drei Noko-Brüder immer noch nicht gefunden. Wir haben auch schon alle unsere Hinweise benutzt. Es war nicht Glibbermanda. Hey Soldaten, es ist so früh, um aufzugeben. Weil es nicht Glibbermanda war. Wir haben gerade nützliche Informationen erhalten. Yokai, die auf die Beschreibung der Noko passen, wurden in der Schule gesichtet. Ich hab's geahnt. Endkampf in der Schule. Geht's an. Wie im ersten Yokai-Watch-Spiel. Soldaten, geht nach Lenzhausen-Neudorf. Wo? Machen wir bald. Statusbericht. Okay, alles normal, gut. Okay. Aber gibt es noch andere Quests hier? Ah ja. Draki, konfrontiere die Kids Blasters. Und natürlich Labernase. Also im nächsten Part. Noko wurden nahe der Schule gesichtet. Die Noko-Brüder müssen dort sein. Gut. Ah, Glibbermanda-Auge. Will ich ungern haben. Gelbe Münze. Mehr. Aha, gleich höhere Prozent. Ah, verdammt nochmal. Draki hätte ich jetzt zu gerne. Ja, hätte ich wirklich zu gerne. Aber wo kann man eigentlich einsehen, welcher Yokai, naja, eigentlich ursprünglich zum weißen Hundekommando ist oder auch umgekehrt? Die Banyan? Nee, da sieht man eigentlich ja nichts. Naja, schade, schade, Marmelade. Na gut, ich gehe dann jetzt erstmal rüber ins Wohnzimmer. Okay, das Telefon klingelt nicht. Und will dann mal zum Fernsehen. Hallo. Ah, verdammt, Fernseher ausgemacht. Fernseher an, Wetterbericht. Irgendwas anderes. Kann ich nicht erkennen. Sieht aber nicht gerade sehr jugendfrei aus. Okay, das ist Toilettina. Und wieder mal der Wetterbericht. Na gut. Also Leute, ich würde mal sagen, ich stelle mich jetzt nochmal unter die Dusche. Da, 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 da. Und ja, dann sage ich jetzt mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wo wir zwei weitere Nebenquests machen werden und dann auch noch die Nokos retten werden. Hat euch dieser Part gefallen? Lasst einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo, ja. Bis dann und ciao. Oh, vielleicht gehe ich nochmal aufs Klo. So, ey, ciao. Ciao. Hallo.
auf Wiedersehen, ich muss jetzt mal aufs Klo. Also, bis dann und ciao!